Hallöchen. Willkommen bei Fallout 4 gemoddet. Kleiner Rundgang durch Sanctuary. Mit ein paar neu gebauten Sachen. Herrlich. Ein Waffenschrank. Hey! Schön. Gefällt mir. Meine alte Rüstung. Institut. Vault-Tec. Im Moment habe ich Flammenanzug an. Auch cool. Kann ich immer im gleichen Mist rumlaufen. Ja, ich habe es schon wieder angefangen. Schon wieder, damit ich 3 Spielstände habe. Hier sind die Hundis zu Hause. Hallo? Kotzi? Aufgepimpt? Bläulich? Schön. Schaust gut aus. Hey, Cotsworth! Darf ich Sie begleiten, Ma'am? Nein. Nicht jetzt, Cotsworth. Ich verstehe, Ma'am. Dann ein andermal. Ja. Hier habe ich meine Pilzlein. Meine kleinen. Hier ist das Hundehaus. Und Dogmeat. Mit seinem Rüstungszeug. Schön hier bleiben. Da können wir dich immer ein bisschen umziehen. Laufen. Wunderbar. Wunderbar. Schön. Mein Gold. Jetzt sind wir mal hier mit dem Pre-War-Haus und irgendeinem Schuppen da hinten. Und eine Kirche. Sollte eine Kirche sein. Aha. Und vom Mod Grounded die Pflastersteine. Und vom Mod Pre-War all die neuen Sachen. Überfüllt mit Deko. Bin schon wieder am Anschlag. Wohnstube, Essecke. Hier kannst du Colas mixen, Kaffee und Tee. Eine coole Kaffeemaschine. Küche. Ihr hört Diamond City Radio. Voller Kühlschrank. Durst. Hier hinten hat es ein Zimmer. Das ist noch nicht eingerichtet. Hier ist die Toilette und Dusche. Mit all den neuen Sache. Pre-War. Genug Toilettenpapier. Schön. Hier oben gibt es dann noch Disco oder keine Ahnung. Irgendwas.
nicht, was ich daraus machen soll. Was ich hier reinbaue, da gibt es hier so einen geheimen Durchgang. Dann kommst du hier in eine geheime Ecke, wo wir hier die schwarzen Rituale abhalten. Kannst hier unten durch, dann in das andere Haus, wenn das dann mal steht. Der steht schon mal. Und hier habe ich keine Ahnung, habe einfach drauf losgemacht. Eine Memory Church. Wegen dem Zeugs von Memory Dan und dem Pre-War Krimskrams kommst du hier rein, da musst du erstmal duschen, dass du sauber bist und dann die Drogen herstellen kannst. Da machen wir überall Drogen rein, damit die Siedler gefügig sind. Hier ist der Platz, da kann man dann die Droge testen. Hier werden sie hergestellt. Ja, das sind schon normale Pflanzen, aber das sind geheime Drogenpflanzen. Wenn man hier durch ist, dann geht's rauf. Wenn man dann gefügig ist, dann kommt man hier in die kleine Kirche. Und wenn die Holzbänke zu hart sind, dann kann man sich hier ein Kissen schnappen, um gemütlich zu sitzen. Mit Tüdelmusik, damit da schön jeder reingezogen wird. Hier der Regenerationsstuhl. Hier ist die süße Ecke. Das Pastorengewand muss ich dann anziehen, wenn dann meine Jünger hier sind. Noch so ein Relax-Stuhl, die Bücherecke. Der dann durchfällt und am Rumspinnen ist, der kann dann noch einen Stock höher und sich hier mal hinsetzen, in aller Ruhe. Bis er dann an der Reihe ist. Ein bisschen Wasser trinken. Noch mehr Drogen reinpfeifen. Und dann in den Stuhl setzen. Um den Trip zu vervollständigen. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ja, alles klar. Ja, ihr hört es jetzt nicht, aber hier läuft Tüdelmusik. Das ist Diamond City und das ist das Klassische. Da kann ich hier einstellen, wie stark das die Droge wirken müsse. Ja, das wär's mal. Mal schauen, ob mir noch was einfällt. Da kommt noch was. So, danke fürs Warten. Kannst jetzt wieder kommen. Hey.
nerviger Hund. Komm schon. Komm schon. Jetzt gibt's was auf die Rübe. So, gehen wir mit dem schönen Hammer ein bisschen auf die Jagd. Wunderbar. Dankeschön. Dann gehen wir mal weiter. Schauen, was wir sonst noch bauen können. Bis zum nächsten Mal.